Genau, wir gehen gleich los. Eigentlich gehen wir jetzt los. Na, guten Morgen, Leute. Heute heißt es zuerst in die Schule. Heute heißt es zuerst in die Schule. Danach schaue ich mir eine Wohnungsauflösung an. Kommt selten vor, dass sowas kommt, aber es kommt. Und heute darf ich wieder mal in eine Wohnung rein. Und vielleicht seid ihr mit dabei. Verklingelt. Okay, machen wir den mal hier drum. Hey, hey. Naja, ich hab gerade nichts im Schwemmen. Achso, na denn? So, Schwemme, weg mit dir mal. Schwemme hast du jetzt noch nicht mitgebracht. Papierkram. Bahn. Aber wenn es gemacht werden muss, muss es gemacht werden. Hallo. Hallo. Wer bitte? Ich bin hier vor meine Geburtstagsfahrrad. Ach, Geburtstagsfahrrad. Geburtstagsrad? Ja. Mann, ey, was für ein Akt, ey. Am Trinkgeld. Okay, ich bin ja hier. Ja. Okay. Ah, Tommyfest. No. Nimm mal die Ratsche. Das schaffst du. Nimm die Ratsche. Traurig. Nimm die Ratsche. Ja, ja, ja. Ratsche. Jetzt fest. Andere Richtung. Dann fix sie. Nehme ich einen wunderschönen Satz. Hier ist für die Kundschaft immer, wenn sie dann was brauchen. Den habe ich einfach mal mitgenommen. Das ist so ein Bild. Aber hier feiern. Und den Universalschlüssel, der muss auch immer hier bleiben. Ja. Universal immer. Was ist denn das? Egal. Hm? Nee. Schraubstock. Definitiv. Definitiv Schraubstock. Okay. Weil mit Druck von oben, weil ansonsten ist das hier sofort im Arsch. Bei dem will ich den dann. Na denn? Was denn ich jetzt? Ein Satzschlüssel feilen. Ja, ich brauch hier zum Auffeilen. Ja. Brauch ich die. So, was ist denn los hier? Also, der Steiger ist verkauft. Single spät. Wird nur umgebaut, jetzt kommen hier noch Bremsen ran. Das war ja mein Ausstellungsfixi. Das einzige Fixi übrigens, was ich im Programm hatte. Ist auch da und
Welcher Großauftrag? Na, das alte Fahrrad da. Da war der in der gerufen. Nie wiederkommen. Wann kann ich wiederkommen? Die Zauberfrage. Geh mal von aus. Super. Postausschlag! Hast du gehört? Nee, was? Heute noch fertig, Postausschlag. Fürs was? der will es nicht verstehen. Ich sagte, heute noch fertig fürs Aufschreiben. Nee, heute noch fertig fürs Aufschlag. Fünf Euro Aufschlag. Oder Öl auf der Kette. Das tut doch frisch. Mein Freund, wo hast du die Pfeile? Die steckt noch in der Hülse. Ach so, hier. Ja, aber erst. Einfach stecken lassen, oder? Damit ist Papa aber ja nicht einverstanden. Halt, Bremshebel kosten 30, die Bremse kostet fast nichts. Das sind 10 Euro pro Bremse. Ja. Aber Züge, 30, 40, 50, naja, klar. Nicht mal die komplette Arbeit bezahlt. Aber ey, im Verbund, ey, 80 Euro drauf, fertig, aus, weg. Na, dann viel Euro. Den Montau. Zack. Gut. Jetzt liegt dann doch ein geiler Draht irgendwie. Besser, oder? Ich finde die alle nicht geil. Also nee, geht mir ähnlich. Für mich viel zu weit. Doch, machen wir nochmal. Achim, in gewohnt gebückter Haltung. Nicht meins. Nee? Nee. Pferd bremst. Aber Pferd. Geil. Naja, anrufen, weg. Ja. Geil. Fehlt bloß noch das Hörnchen. Abholen. Dein Rad ist fertig. Kannst du abholen. Ja? Ja, heute bis 21 Uhr sind wir da. Oder ja, bis gleich, wunderbar. Ciao. Meine Herren, das ist eine Seuche da draußen. Ey, kehrt wieder. Lockdown Nummer 2. Ist ja hoch. Muss ohne Niesen. Ach, und dann die Billigdecke. Dann haben wir den hier vorne auch vergessen. Jetzt machen wir mal kurz Twitter und dann machen wir die Billigdecke. Genau. €70 ist klar, ja? Ja. Bei dem Ding eigentlich immer sagen, mindestens 70. Das kann mehr sein. Alle, was Plastikschalen sind, reißen einfach ab. Und dann hast du eine Arschkarte und musst ewig rumhören. Ich sag's so den Leuten, kann auch sein, dass wir das gar nicht mehr rauskriegen, weil. Das hier, wie es aussieht hier.
ist ja keine Chance. So, einmal. Ich mach mal den Sprayer. Ja. So. Zweimal. Anhängen hier bevor. Ah. Achter Eisen, achter Steck, Schlüssel. Gibt es nicht mehr? Doch, muss doch da liegen. Nee, muss da nicht liegen. Nicht zwingend. Nicht zwingend. Ach nee, das bräuchte ja die andere Richtung. So. Ah. Muss ich vernageln. Nee, das ist ja immer doof. Ja, wie Blaseblub. Ja. Also, Tretlagerwechsel hier. Mal gucken, wie schnell es geht. FAG, pack, Lager hoch hinein. Oh, der Leierkastenmann hier. Mann. Der muss echt weiter drehen, wa? Hey! Oh ey, wie das aussieht schon hier drin. Hör mal, das hier. Schaut mal, seht ihr das? Nein. Okay. Weiß Mama Bescheid? Welchen Spielplatz? Ja, kenn ich das Märchen. Okay. Das war doch wieder besucht. Ja. Leider kann das auch nicht schwierig, deswegen dem hier habe ich einfach mehr Hebel. So, wunderschönes FAG-Lager, FAG hier, Plastikschalen, wahrscheinlich schon echt durch. Hört sich gut an. So, dann setzen wir mal hier ein FAG-Tretlagerschlüssel an. Ja, so, gibt es. Nicht nur die. Hoch. Nee, da oben mal so eine. Die hier. Ah. Das müsste hier passen. Nee, die nicht. Warte mal. Da war noch eine Hülse. Das. Ah, das und die Scheibe, genau.
So, jetzt kommen wieder die Sprüche gleich. Ja, du Assi, kannst ja lange in die Richtung drehen, das ist eh die falsche Richtung. Aber nee, das ist schon eigentlich die richtige Richtung hier. Das wäre hier so die richtige Richtung. Und da ich gleich weiß, dass es schwer wird, drücke ich gleich mit dem Fuß. Ich will die Schale eigentlich nicht abreißen, aber wahrscheinlich wird es dazu kommen. Lohnt sich doch eh nicht. Ist wie beim Motorrad antreten. Ja, das ist das. So viel zu dem Thema. Da war sie. So, entweder die kam jetzt oder das Ding ist verrutscht. Abgerissen. Deswegen. Abgerissen Nummer 1. Abgerissen Nummer 2. Kannst du sehen, geht dazu zählen, ja. Schon passiert. Ja, so viel dazu. So viel zum Thema, warum kostet das viel Geld? Hat der Assi wieder in die falsche Richtung gedreht hier. Also. Die Schale ist nicht mehr. Die Schale ist nicht mehr. Jetzt wird außenherum der Plastik weggesägt. Wenn es nicht freiwillig wegbricht, muss man halt wegsägen. Und dann kann man die Schalen rausschlagen, wenn man Glück hat. So, und hier gleich mit dem Hammer aufprügeln. Richtung ja eh nicht. Wenn dann in die andere Richtung. Okay. Da ist wohl doch Tor ran. Aber das musst du dann machen. Kann ich gerade noch bewegen. So, ohne Schmerzen. Deswegen, also, super hier. Kann auch schon mal der Ausbruch richtig teuer sein. Deswegen, und vielleicht hast du jetzt nochmal angenommen. Achte mal doch mit diesen Plastikschalen, bitte. Ja, einfach vorbereitet. Einfach gleich mehr an. Nee, nee. Das ist alles richtig, 70 Euro, wenn alles gut geht. Aber. Ja. Ja. Aber hier so eine Restaurationsarbeit hier. Sollten sich gut überlegen. Also spröde der auch.
Außen ist der Kunststoff, innen drin hält der. Ja, das muss weg. So. Tor. Tor habe ich auch noch. Und hoffe, dass der Tisch bereit ist. Jawohl, die andere Seite werden wir so wahrscheinlich auch machen müssen. Ne? Nee, die Schale kommt jetzt auch komplett. Im günstigsten Fall. Da ist die Achse rausgeprügelt. Naja, los, renn damit. Was sollen wir machen? Jetzt haben wir hier die Eisenringe, halt von den Lager, die äußeren Lagerhalteringe, haben wir hier noch drin. Das ist das Problem. Wann kommt der eigentlich mal seine Felge abholen? Ja, nicht, das ist meine. Ach so, das ist deine. Ja, warte mal. Was ist das? Ne, nur Schrauben. Schrauben. Zu, guck mal da in die anderen Kisten da hinten. Ja, wollte eben sagen, also so schwächlich bin ich auch nicht. Ich war mit Tennisarm. Also drin halten, hochhalten. Steinhart, die Scheiße. Schalt drauf weiter. Dabei. Okay. Die Kamera. Kamera, hier. Fuck. Na, dann fange ich mal an, sauber zu machen. Mal hier hin. Das ist Rost und alle zusammen. Ja, unten wie gesagt, ist noch Arschheiß, ne? Mhm. Geh mal den Rost an, den Gumpf und alle kostet mehr. Ja. Auf alle Fälle. Den müssen wir einsägen hier. Oben, unten, dann in der Mitte drücken. Und bleibt das hier drin wenigstens irgendwie heil. Kriegt ja auch immer und überall ein Feuer an. Guck. So. So. Jetzt gleich auf der anderen Seite. Also, letztlich.
nochmal erhitzen? Nee, jetzt noch dickere Wandung hier. Dafür. Achtung! Jetzt mit dem Dings durch, mit meiner Bürste. Alter Schwede. Na, 27. Oh Gott! Was ist das denn? Das Lager gibt Rauchzeichen. Oh Gott, ey. Ja, dann puss mal. Reicht dein Lungenvolumen ja nicht aus, wa? Achtung! Boah. Ich mach trotzdem nur ein Reparaturlager rein, weil das Gewinde kannst vergessen. Also Rettung nur noch mit Reparaturlager möglich. Und allerdings passt da hinter das Reparaturlager nicht mehr diese Schutzblech-Kettenschutzbrille. Da müsste man mit dem Kettenschutz dann sich was anderes einfallen lassen. Wenn sie das unbedingt will. Müsste man dann was basteln oder was bestellen. Aber. Wir haben nur einen Chain Glider da. Nee, nee. Chain Glider, nee. Ja, kannst du ja Pest gegen Cholera tauschen. Ey, super, auf alle Fälle erledigt. Wechsel 1. Ey, wir haben ja noch gleiche nochmal. Das gleiche folgt gleich nochmal. Sozusagen. Jetzt kommt erstmal hier so Pipifax-Reparatur. Ja. So, weg, wa? Ja. Feierabend. Ja, dann gleich. Raus damit. Wo ist der Zettel? Da. Zettel? Da steht da Lisa drauf. Steht Lisa.